So Leute, hier sind wir wieder bei einem neuen Video zu Dragon Ball Budokai Tenkaichi 3. Wir haben ja beim letzten Mal den Goku gemacht und ja, heute habe ich vor, mit euch den Gohan zu zeigen, weil der hat ja jetzt nicht viel an sich und danach noch den Piccolo auf jeden Fall. Und den Vegeta zeige ich euch natürlich danach und danach zeige ich euch dann diese drei Spitzenkandidaten hier. Ja, ich würde sagen, wir fangen jetzt erstmal mit dem Gohan an. Ich gehe natürlich im Trainingsmodus, weil das sonst, wie gesagt, das wäre sonst so gut wie fast unmöglich, kann man sagen. Weil so viele Verwandlungen und. So, wo gehen wir denn hin? In welcher Map? Wir gehen mal. Ja, egal, wir gehen hier im Turnier der Kraft. Passt schon so. So, dann gucken wir mal, was der Gohan so schönes drauf hat. Und ja. So. Wie gesagt, wir testen alle Attacken. Und... genau so. Oh, stark auf jeden Fall. So, wir verwandeln uns das erste Mal in den Super Saiyajin. Okay, normalerweise sollte er jetzt eigentlich, naja, ist ja egal. Na gut, Gohan haben sie jetzt nicht so wirklich verändert, du hast ja halt ein paar mehr Transformationen als sonst. So. Das Familienkamehameha. So, dann verwandeln wir uns mal weiter in den Super Saiyan 2. Okay, wir haben den Gohan schon so gekillt, dass er fast gar kein Leben mehr hat. Oh, das Super Kamehameha! So, wir kommen da mal zum Ultimate Gohan. Ich liebe dieses Spiel einfach. Ich wünsche mir so sehr einen vierten Teil davon. Ich verstehe echt nicht, warum Bandai das nicht macht. Ich glaube, das würde so welche Verkaufszahlen bringen. Beziehungsweise nicht Bandai, aber diese Spieleentwickler. Weil jeder wünscht sich ein Rem, also ein vierten Teil davon. Ich meine, von jetzt kann man ja auch mit Moro und mit viel mehr, also mit dieser Ziege, mit Jiren und könnte man alles machen. Das würde so ein geiles Spiel sein. So, kommen wir zu der Ulti. Die ist auch gleich geblieben. Also echt cool. Weiter verwandeln kann er sich leider nicht. So, dann wechseln wir mal zu dem Piccolo. Genau, da ist er. Wie gesagt, im nächsten Part sehen wir uns den Vegeta an. Und danach haben wir wieder einen Wunschcharakter, den wir auch noch spielen werden. Und ja, das machen wir alles in Ruhe. So, da haben wir Piccolo. Die Höhenspirale sieht heftig aus, war die schon immer so, also im normalen Spiel.
Boah, der Damage. 31.000. Denn jetzt? Ah, die Höllengranate. Piccolo. Okay, mehr kann er leider auch nicht. Ich würde sagen, da das Video jetzt auch erst so kurz ist, also wir haben jetzt gerade 5 Minuten, zeige ich euch jetzt noch diese drei hier. Und wie gesagt, danach geht es auch richtig los. Alles andere, wie gesagt, zeige ich euch dann. Ja, wir fangen weiter, oder wir gehen weiter mit Krillin. Wir bleiben mal in der Map, die Musik passt. Und gehen wir mal weiter. So. Ich denke mal, bei Krillin wird sich jetzt auch nicht wirklich viel geändert haben. Und Kientan? Ja, ich sag ja, bei Krillin hat sich jetzt nicht wirklich viel geändert. Na, gehen wir weiter zu. Zum nächsten, wie gesagt, alle, also es sind ja unwichtige Charaktere, sage ich jetzt mal, aber also für dieses Spiel jetzt, aber ich sag mal so, die kann ich euch jetzt perfekt so im einen zeigen, weil, wie gesagt, die haben ja nicht viel drauf, die haben keine Verwandlungen. Sag mal so, wie es beim Vegeta oder beim Goku ist, das schon wieder eine Nummer größer, da haben wir ja wirklich 1000 Verwandlungen, genauso wie beim Vegeta. Das mache ich dann im einen Video natürlich, aber jetzt zeige ich euch noch Muten Roshi und natürlich noch zum Schluss Tenshinhan. Wie gesagt, wenn ich ein Spiel anfange, dann zeige ich euch auch jeden Charakter, egal ob die jetzt wichtig oder unwichtig sind. Für mich gehört das auch einfach dazu. Man spielt ja ein Spiel auch nicht immer halb, sage ich mal. Kamehameha! Ja, die gute alte Mon Roshi. Oh man, die Map ist so verbuggt. Oh, was ein Damage. So, Ultra Instinct Mon Roshi. So, und er kommt zu seiner Ult. Weiter verwandeln kann er sich leider nicht. So, jetzt haben wir noch Tenshinhan über. Und dann würde ich sagen, ist das jetzt auch gut gewesen. Wie gesagt, alle anderen Charaktere sind ja ein wenig wichtiger. Wenn natürlich noch so ein paar dazwischen sind, zeige ich euch die jetzt. Also zeige ich die in Videos, wo ich dann zum Beispiel den vorherigen Charakter getestet habe, den Hauptcharakter. Aber wie gesagt, teste wenn schon alles. Da wird bei mir nichts ausgelassen. Weil etwa man testet ein Spiel komplett. Oder gar nicht, ist meiner Meinung nach so. Das war nichts. So, Attack. 2, 3. Autsch. So, das war das Video auch schon wieder. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wie gesagt, wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder beim Vegeta. Und ja, haut rein, bis zum nächsten Mal und ciao!